Stefan war ein begeisterter Wanderer und Abenteurer, der immer auf der Suche nach neuen und aufregenden Herausforderungen war. Eines Tages beschloss er, eine Wanderung durch den Wald zu unternehmen, der für seine dichten Bäume und geheimnisvollen Pfade bekannt war. Aber es war ein Fehler, sich allein in diesen Wald zu wagen. Stefan verirrte sich schnell und bemerkte, dass er den Weg zurück nicht mehr finden konnte. Stundenlang wanderte er durch den Wald und versuchte, seinen Weg zurückzufinden. Doch je tiefer er in den Wald vordrang, desto mehr verschlechterte sich das Wetter, und die Dunkelheit begann einzubrechen. In der Ferne sah Stefan endlich ein Gebäude, das aussah wie ein verlassenes Gasthaus. Er war erleichtert und beschloss, dort Schutz zu suchen, bis das Wetter besser wurde. Als er das Gasthaus betrat, fühlte er sich sofort unwohl. Es war kalt und dunkel, und der Geruch von Schimmel und Verfall lag in der Luft. Stefan beschloss, das Gasthaus zu untersuchen, um sich abzulenken. Er durchsuchte die Räume und stieß auf einige unheimliche Dinge, unheimliche Gemälde, seltsame Schriften an den Wänden und alte Bücher mit seltsamen Symbolen. Stefan begann sich unwohl zu fühlen und fragte sich, ob er hier richtig war. Als er sich schließlich auf den Weg zurück zum Eingang machte, hörte er plötzlich Stimmen. Er lauschte und hörte das Flüstern von Menschen, die sich in einem anderen Raum des Gasthauses befanden. Stefan beschloss, sich näher anzuschleichen, um herauszufinden, was vor sich ging. Als er sich dem Raum näherte, bemerkte er, dass die Tür nur angelehnt war. Vorsichtig drückte er sie auf und spähte hinein. Was er sah, ließ ihn vor Schreck erstarren. Im Raum waren mehrere Personen versammelt, die seltsame Rituale durchführten und seltsame Symbole an den Wänden zeichneten. Der Mann in der Mitte des Raumes schien der Anführer zu sein und betete mit seinen Anhängern den Satan an. Stefan konnte nicht glauben, was er sah und hörte. Er bemerkte schließlich, dass er nicht allein war. Einer der Anhänger hatte ihn entdeckt und zeigte auf ihn. Stefan rannte so schnell wie möglich zurück zum Eingang, aber die Anhänger hatten ihn bereits entdeckt und verfolgten ihn. Er rannte durch das Gasthaus und versuchte, einen Ausgang zu finden, aber es war zu spät. Die Anhänger hatten ihn erwischt. Stefan wusste, dass er keine Chance hatte. Er war gefangen und es gab niemanden, der ihm helfen konnte. Er schloss die Augen und betete, dass er schnell aus diesem Albtraum erwachen würde. Doch es gab kein Erwachen. Stefan war für immer gefangen im Dunkel des verlassenen Gasthauses, wo die Anhänger des Satans ihre finsteren Rituale durchführten. Stunden, Tage oder sogar Wochen vergingen und Stefan wurde von den Anhängern des Satans gefangen gehalten. Er wurde gezwungen, ihre finsteren Rituale mitzumachen und seinen Glauben an Gott aufzugeben. Stefan spürte, wie sein Verstand langsam zerbrach und er immer tiefer in den Abgrund gezogen wurde. Eines Nachts, als die Anhänger des Satans in einem Rausch ihrer Rituale waren, gelang es Stefan, sich zu befreien und aus dem Gasthaus zu fliehen. Er rannte so schnell er konnte, um aus dem Wald zu entkommen und hoffte, dass die Anhänger ihn nicht einholen würden. Als Stefan endlich den Waldrand erreichte, fiel er erschöpft zu Boden und atmete tief durch. Er war endlich frei, aber er wusste, dass er niemals vergessen würde, was er in diesem verlassenen Gasthaus erlebt hatte. Stefan wurde nie wieder derselbe.
Er hatte Albträume und Angstzustände und konnte sich nie wieder ganz erholen. Er hatte das Gefühl, dass er von der Dunkelheit verfolgt wurde, die er in diesem Gasthaus kennengelernt hatte. Jahre später hörte Stefan, dass das verlassene Gasthaus abgebrannt war und dass die Anhänger des Satans nie wieder gesehen wurden. Doch Stefan wusste, dass die Dunkelheit, die er dort kennengelernt hatte, niemals verschwinden würde. Sie würde für immer in seinem Geist bleiben und ihn verfolgen, bis zum Ende seiner Tage. Stefan versuchte, sein Leben weiterzuführen, aber er spürte immer noch die Angst, die ihn quälte. Er vermied es, allein im Dunkeln zu sein, und hielt sich immer in der Nähe von anderen Menschen auf. Er besuchte auch einen Therapeuten, um über seine traumatische Erfahrung im verlassenen Gasthaus zu sprechen und versuchte, seine Ängste zu überwinden. Doch es war schwer für Stefan, die Erinnerungen an das Gasthaus zu vergessen. Er konnte immer noch die bizarren Rituale hören, die Anhänger des Satans sehen und den Geruch des Schimmels und des Verfalls riechen. Es war, als ob er nie wirklich frei von diesem Ort werden konnte. Stefan hatte das Gefühl, dass ihm etwas genommen wurde, als er in diesem Gasthaus gefangen gehalten wurde. Etwas in ihm hatte sich verändert, und er war nicht mehr der gleiche Mensch wie zuvor. Er hatte gelernt, dass das Böse in der Welt real war und dass er immer auf der Hut sein musste. Trotz allem versuchte Stefan, sein Leben in die Hand zu nehmen und seine Ängste zu überwinden. Er wollte nicht mehr das Opfer sein, sondern der Herr seiner eigenen Gedanken und Gefühle. Er wusste, dass es ein langer Weg war, aber er war bereit, alles zu tun, um sich von seiner Vergangenheit zu befreien und sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Das verlassene Gasthaus, das einst ein Ort des Schreckens und des Grauens war, wurde durch einen Park ersetzt. Es war ein Ort der Ruhe und des Friedens, an dem Familien ihre Zeit zusammen genießen konnten. Aber für Stefan würde dieser Ort immer mit den dunklen Geheimnissen des verlassenen Gasthauses verbunden bleiben.